Erleben wir derzeit so einen Abschied vom Dollar, einen langsamen Abschied vom Dollar, oder ist das doch eher Inflation, nämlich eine massive Assetpreisinflation, die immer krasser wird, sichtbar etwa in dem, was bei Kryptowährungen passiert? Das will ich in diesem Video thematisieren und habe dazu Gelegenheit, weil an der Wall Street zumindest nicht so wahnsinnig viel passiert. Der DAX, der erreicht heute ein neues Allzeithoch, hurra, und das trotz Lockdown, das ist dem völlig wurscht. Aber sei es drum, schauen wir uns zunächst mal die Dinge an, die vielleicht übergeordnet wichtiger sind, die uns in einigen Jahren noch beschäftigen werden. Und heute eine Meldung, die ich extrem interessant finde. China hat nämlich Importbeschränkungen von Gold aufgehoben. Das ist ein wirklich großer, großer, großer Schritt, kann man sagen. Jetzt können also chinesische Banken ohne Begrenzung Gold importieren, können auch chinesische Bürger ohne Begrenzungen Gold kaufen. Das hat unter anderem dem Goldpreis geholfen, der in den letzten Tagen nach längerer Durchstrecke ja wieder im Aufwind ist. Warum tut man das? Das ist die große Frage. Will man da möglicherweise, naja, eine Art Golddeckung des Yuan erreichen? Das ist eine der Fragen. Ist das vielleicht indirekt auch eine Attacke auf den US-Dollar? Jedenfalls ist das ein großes Ding, wie Herr Fred Hickey durchaus zu Recht bemerkt. Es gab nämlich schon einmal eine temporäre, allerdings aber eine Aufhebung eben der Begrenzungen von Goldimporten und Goldkäufen für Chinesen. Und damals hausierte dann Gold durchaus. Dann kam auch noch ein ETF dazu, das GLD-ETF, womit man Gold eben dann als ETF auch handeln konnte. Aber das könnte durchaus Rückenwind geben für den Goldpreis, der, wie gesagt, jetzt schon zuletzt gar nicht so schlecht gelaufen ist. Aber wenn wir uns mal anschauen, was heute wieder zum Beispiel passiert, Dogecoin schießt hier nach oben. Das sind immense Bewegungen, die da stattfinden. Unglaublich, was da passiert. Und dann trifft es sich gut, dass einer der wenigen Börsen, die, an denen das handelbar ist, bei klassischen Brokern in den USA zum Beispiel, Charles Schwab, TD Ameritrade, E-Trade und so weiter, da können Sie solche Dinge gar nicht handeln, aber bei Robinhood kann man es handeln. Robinhood dann ausgefallen, möglicherweise war hier das Handelsvolumen wieder zu groß, da gibt es offenkundig auch wieder Short Squeezes in einigen anderen Bereichen, aber schauen wir uns mal ein paar Krypto-Assets seit Jahresbeginn an, also das ist ja kein langer Zeitraum, das sind gerade mal ja, 3,5 Monate. Und da sehen wir Dogecoin 8000% zugelegt, BitTorrent 2500% zugelegt, etc. etc. Hier ganz unten in der Tabelle Bitcoin 113%, also etwas weniger, aber gleichwohl massive Anstiege. Also das ist schon echt Wahnsinn, was da passiert. Ist das eine Art Misstrauensvotum gegen den Dollar? Wir haben ja heute eine Gegenaktion einer Regierung gesehen, nämlich der türkischen Regierung, die praktisch die Konvertierbarkeit von Bitcoin aufgehoben hat. Das bedeutet, man kann eben nichts mehr von Bitcoin in türkische Lira tauschen, etc. etc. Das ist natürlich ein verzweifelter Versuch, wahrscheinlich Kapitalflucht zu vermeiden. In der Türkei ja massive Inflation, liegt knapp unter 20%. Also da ist natürlich einiges am Start. Da versuchen viele sozusagen in einen anderen Hafen einzulaufen, weil sie Fiat-Geld offenkundig misstrauen. Und wir sehen hier mal, dass dieses Misstrauen zumindest on the long run ja nicht ganz ungerechtfertigt ist. Purchasing Power, also das, was man faktisch mit dem Dollar kaufen kann, die Kaufkraft, das sehen wir, hat hier historisch gesehen massiv abgenommen. Diese Abwärtsbewegung hat sich verlangsamt, weil wir ja eher in deflationären Zeiten gelebt haben, bis vor kurzem, vor allem dann in der Corona-Krise, aber eigentlich schon seit der Finanzkrise war ja eher Deflation am Start. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, bekommen wir noch mehr Regulierung? Und jemand aus der Kryptoszene sagt, ja, da sehe ich schon durchaus in näherer Zukunft eben weitere Versuche, regulatorisch zumindest einzugreifen. Das ist natürlich ein sehr großer Schritt, den die Türkei jetzt gemacht hat, nämlich die Konvertierbarkeit des Bitcoins aufzuheben. Das ist dann sozusagen der letzte Schritt, aber man könnte im Vorfeld vielleicht andere Maßnahmen ergreifen. Und das Erstaunliche, wie gesagt, dass praktisch keine etablierte Börse in den USA das anbietet, sondern es wird vor allem angeboten von Robinhood und von Coinbase, die ja gestern an den Markt gekommen sind, die Mittwoch schon an den Markt gekommen sind als Listing. Und wenn wir uns jetzt mal im Apple Store anschauen, was sind da die meisten runtergeladenen Apps, dann ist da Nummer 1 Robinhood und an Nummer 2 Coinbase. Also man sieht diese immense Nachfrage offenkundig nach diesen Assets, nach diesen Kryptos.
Manche sagen, es ist eine Blase, andere sagen, es ist keine Blase. Manche sagen, manche sind eine Blase, das eine oder andere wie Bitcoin nicht. Ja, das ist die große Frage, dazu gleich mehr später. Jedenfalls sehen wir, dass es auch ein gewisses Misstrauensvotum eben gibt gegen den Dollar, wenn man so will, im Staatsanleihenbereich. Wir haben jetzt im Grunde den größten Bärenmarkt seit Jahrzehnten gesehen für US-Staatsanleihen. Das ist damit ja eng gekoppelt. Allerdings ist dieser Abverkauf jetzt scheinbar erstmal zu Ende. Wir sehen, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt. Wahrscheinlich ein Short Squeeze, und manche erwarten offenkundig auch, dass diese heißen Wirtschaftsdaten, die wir gesehen haben, auch bedingt sind durch Stimulus-Schecks. Aber mit den Stimulus-Schecks in den USA ist ja jetzt Schluss. Dementsprechend dürfte da nichts mehr kommen. Also sagt man sich, naja, brauchen wir vielleicht nicht weiter davon ausgehen, dass die Renditen der Staatsanleihen steigen. Die EZB übrigens will jetzt oder hat erstmal so eine Art Idee entworfen, wann man aus seinem Quantitative Easing, also den Anleihekäufen, aussteigen könnte. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das jemals passiert, denn das System basiert letztendlich darauf, dass immer weiter gedruckt wird. Anders scheint es vor allem in der Eurozone nicht mehr zu gehen. Irgendwann stellt sich aber dann doch die Frage, werden die Marktkräfte dominieren? Die Amerikaner lassen ja die Renditen weitgehend laufen, so wie sie laufen. Die EZB hat klar gesagt, wir werden das nicht zulassen, dass die Renditen steigen. Wenn aber die Renditen perspektivisch wieder steigen werden, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, weil wir eben doch deutliche Anzeichen einer ziemlich stark anziehenden Catch-up-Inflation haben, dann stellt sich irgendwann die Frage, die Wolfgang Müller hier aufgeworfen hat, wann werden Aktien eigentlich in Relation zu Anleihen wieder unattraktiver? Es war ja das Mantra schlechthin, Tina, es gibt keine Alternative, denn Anleihen waren eben unattraktiv, Aktien attraktiv. Irgendwann ist aber der Punkt erreicht, wann das kippt. Aber wir haben Inflation, also Entwertung von faktischer Kaufkraft des Geldes. Nicht nur bei Kryptos, sondern auch im Rohstoffbereich. Neue Hochs bei Kupfer, Mais, Sojabohnen, das sind wichtige Dinge. Vor allem Mais, Sojabohnen, das ist in der Landwirtschaft für die Ernährung von Tieren und Menschen alles sehr, sehr bedeutsam. Neue Hochs, die wir da erreichen, massive Preissteigerungen. Also da geht es richtig zur Sache, und richtig zur Sache geht es eben auch an den Aktienmärkten. Auch ein Symptom für Assetpreisinflation. Wir sehen jetzt, wir haben den drittgrößten Anstieg der Geschichte gesehen des amerikanischen Aktienmarkts. Die leuchtenden Beispiele 1 und 2 sind Juli 1933 und März 1936. Ja, das sind glorreiche historische Vorbilder, aber man sieht, das ist schon eine ziemlich heftige Nummer. Und wenn wir uns diese Aktienmärkte anschauen, die letztendlich, wie gesagt, eine Assetpreisinflation darstellen, dann sehen wir, 96,4% der Aktien im S&P 500 sind handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist ein neuer Rekord. Das hatten wir noch nie. Man sieht also, es purzeln die Rekorde. Und jetzt sind wir 9 Handelstage hintereinander. Ist es der Fall, dass eben mindestens 95% der S&P 500 Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Auch das gab es noch nie. Also ziemlich viel, das gab es noch nie, muss man sagen. Und gleichzeitig wird dadurch natürlich, wenn wir das rein bewertungstechnisch mal sehen, die sogenannte Equity Risk Premium immer geringer. Equity Risk Premium ist das, was man darunter bezeichnen kann, was Aktien, die ja ein risikoreiches Asset tendenziell sind, gegenüber nicht risikoreichen Assets, wie in Anführungszeichen Staatsanleihen, nicht risikoreich, dieser Risikoaufschlag, der normalerweise durch Rendite belohnt wird, der ist jetzt so gering wie schon lange nicht mehr. So lange wie seit dem Platzen in der Dotcom-Blase nicht mehr. Aber viele denken sich, naja, was ist die Alternative? Fiat-Geld in einer Situation, wo die Amerikaner mal eben 3 Billionen drucken und dann noch weitere Billionen drucken werden, das ist eben die große Frage. Schauen wir uns aber mal die innere Struktur der Märkte an, sehen wir große Divergenzen. Da ist etwa beim S&P 500 eben der Anteil der Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, extrem groß. Dagegen deutlich geringer bei Russell 2000, diesem Nebenwerteindex. Und beim Nasdaq, obwohl der ja auch nicht gerade schlecht unterwegs ist. Und abschließend wollte ich noch hinweisen auf das Interview, das vorhin veröffentlicht wurde, über Bitcoin, Geldmenge, Inflation.
Das ist ein, glaube ich, wichtiges Ding, was da passiert ist, weil wir uns Gedanken machen über das, was gesellschaftlich da gerade passiert, was auf uns zukommen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich das vielleicht am Wochenende oder heute Abend schon zu Gemüte führen würden. Ich werde den Link in die YouTube-Beschreibung respektive bei Finanzmarktwelt direkt posten unter das Video. Und ich verabschiede mich jetzt, um die letzten Sonnenstrahlen an der Elbe zu erwischen, und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Schauen Sie rein. Der Blocktrainer und ich im Gespräch. Vielleicht die eine oder andere interessante Inspiration. Also bis dann. Servus und ciao.